Moin Freunde, hallo und herzlich willkommen zu meiner Review zu Age of Resistance Schurken. Und diese Review wird wie all die anderen Reviews zur Age of Star Wars Reihe so aufgebaut sein, dass ich erst über jeden einzelnen Comic innerhalb von diesem Sammelband hier spreche, dem eine Punktzahl gebe und dann im Fazit eben die Punkte zusammenaddiere, um die Gesamtpunktzahl für diesen Sammelband hier herauszurechnen. Und ganz am Ende gibt es auch von mir eine Empfehlung, für wen sich dieses Comic-Heft eignet. Und das Ganze natürlich wie immer größtenteils spoilerfrei. Größtenteils bezieht sich auch nur darauf, dass ich natürlich gewisse Kleinigkeiten, ohne inhaltliche Spoiler zu geben, anreißen muss. Einfach um hier über irgendetwas zu sprechen. Aber wie gesagt, inhaltlich werde ich mich da sehr, sehr vage halten, damit hier keine größeren Spoiler da sind. Okay, und ich denke mal, da ja zu den anderen 5 von diesen insgesamt 6 Heften der Age of Star Wars Reihe schon Reviews kamen, wird wahrscheinlich jeder hier wissen, was die Age of Star Wars Reihe ist. Falls es jemand nicht weiß, lasst es mich noch einmal ganz kurz erklären. Von 2018 bis 2019 liegt diese sogenannte Age of Star Wars Reihe, die tatsächlich abgeschlossen, also für sich stehende Geschichten zu Helden und Schurken der gesamten Skywalker-Saga beinhaltet haben. Und diese wurden dann aufgeteilt in das jeweilige, ja, in die jeweilige Ära, wo die jeweilige Figur halt eben hingehört. Und in diesen Ären wurde dann noch einmal zwischen Helden und Schurken unterschieden. Das heißt, es gibt halt eben 3 Ären. Age of Republic, was die Zeit der Prequels ist. Age of Rebellion, was die Zeit der Originaltrilogie ist. Und Age of Resistance, was die Zeit der Sequel-Trilogie ist. Und für jede Ära eben 2 Hefte. Einmal ein Schurkenheft und ein Heldenheft. Und hier haben wir das Schurkenheft zur Zeit des Widerstandes, Age of Resistance. Und es gab da immer für jede Ära tatsächlich 8 Haupthefte, wo das dann halt eben 4 Heldengeschichten und 4 Schurkengeschichten gab, die dann 20 Seiten lang sind, und dann noch jeweils ein Special-Heft, wo nochmal 3 zusätzliche 10 Seitengeschichten drin sind, wo dann die Anzahl, was jetzt davon Helden und was Schurkengeschichten sind, tatsächlich so ein bisschen variiert. Und bei Age of Resistance ist es tatsächlich so, dass alle 3 dieser Special-Geschichten tatsächlich Heldengeschichten waren. Das heißt, man hat hier nur die 4 längeren Geschichten, die auch tatsächlich auch nur knapp nicht mal 20 Seiten lang sind. Ich glaube nur 19 oder 18 zum Teil hier. Und das heißt, man hat hier eben nur 4 Geschichten und im Heldenteil von Age of Resistance ganze 7 Geschichten. Und welches von beiden das bessere Heft ist, das werden wir uns dann natürlich spätestens im Fazit angucken. So viel jetzt auf jeden Fall dazu. Die Geschichten, die hier drin enthalten sind, kamen auf jeden Fall zwischen Juli und September 2019 in den USA raus und waren halt der Abschluss der gesamten Reihe. Und dieser Sammelband hier erschien am 20. April 2021 in Deutschland. Die 4 Geschichten, die wir hier in diesem Sammelband haben, das sieht man natürlich auch schon hier am wirklich schönen Cover-Artwork. Also das ist wirklich so mit das beste Cover-Artwork von den gesamten 6 Heften meiner Meinung nach. Betreffen dann natürlich die 4 größten Bad Guys der Sequel-Trilogie, nämlich einmal Captain Phasma, General Armitage Hux, den obersten Anführer Snoke und natürlich Kylo Ren. Ja, ich habe richtig gesehen, wo ich hinzeigen muss in meiner Kamera. Genau, und die haben halt eben die längeren Geschichten bekommen. Cover kann ich auch mal kurz die Rückseite hier zeigen. Da haben wir jetzt einfach nur Snoke tatsächlich. Der hätte ich ganz cool gefunden, wenn man wie bei manch anderen Heften hier der Reihe vielleicht nochmal ein alternatives Artwork mit allen 4 hätte. Aber schlecht finde ich es nicht, da mir gerade halt eben die Vorderseite wirklich, wirklich gut gefällt. Und dann würde ich mal sagen, wo das hier jetzt klar ist, können wir noch einmal kurz zu den relevanten Personen, die hier dran gearbeitet haben, kommen. Denn ich habe das ja immer mal so ein bisschen so gemacht, dass ich mal die Namen genannt habe, mal einfach die Seite, wo sie erwähnt werden, wenn zu viele Namen waren, erwähne. Aber hier ist tatsächlich so, dass es für alle 4 Geschichten, weil es ja hier tatsächlich keine Special-Geschichten mehr drin gibt, denselben Texter, denselben Typ, der für die Zeichnungen verantwortlich ist, denselben Typ für die Tusche und denselben Typen für die Farben tatsächlich gibt. Und die kann ich deswegen doch einmal ganz, ganz kurz nennen. Wir haben da nämlich Tom Taylor für den Text, der hat auch schon die meisten Geschichten von Age of Resistance Helden tatsächlich geschrieben und ist tatsächlich, ja, vielseitiges Blatt in der Comicwelt. So hat er nämlich auch schon Geschichten für DC geschrieben und da unter anderem Batman und Aquaman Comics, sowie halt auch für Marvel, wozu natürlich auch die Star Wars Comics gehören, aber für das, was man mit Marvel verbindet, nämlich unter anderem die X-Men und auch Deadpool und noch ein paar Legends Comics, was den Star Wars Bereich angeht. Also der Typ hat schon viel gemacht. Und ja, für das Artwork bzw. die Zeichnungen war dann Leonard Kirk zuständig, der auch sehr, sehr viel verschiedene Marvel und DC Sachen in seiner Visitentasche, sag ich mal, hat. Und für die Tusche war Corey Hampshire zuständig, der vor allem Hulk und Hercules Comics gemacht hat, also der Hercules Charakter aus Marvel, der jetzt auch im MCU eingeführt wurde in Thor 4 in der Post-Credit-Szene. Sorry für den Spoiler, der Film sollte, wenn das hier kommt, auch schon ein Jahr alt sein. Und dann in den Farben war noch jemand namens Guru EFX zuständig. Ich spreche den Namen so komisch aus, weil das E ist hier irgendwie so richtig klein geschrieben. Und der gute Mann hat tatsächlich unter anderem an Dr. Doom Comics und auch Avengers Forever mitgearbeitet. So viel dazu. Und ich würde sagen, nach dieser elendig langen Anmoderation, genau dafür sind die Timestamps gut, wenn
wer das überspringen möchte, kommen wir jetzt mal zu den vier Comics und beginnen da tatsächlich mit dem Phasma-Comic. Der heißt Verlorene Waffen und spielt halt irgendwann so in den Jahren vor Episode 7, also so circa 29 bis 34 nach der Schlacht von Yavin. Und wir sehen in dem Comic tatsächlich Captain Phasma aus Sicht einer Truppelerin. Das heißt, Captain Phasma ist nicht die Hauptfigur, mit der wir quasi uns bewegen in diesem Comic über sie. Nein, wir sehen sie wirklich die ganze Zeit aus den Augen von einer Truppelerin, die hier in dieser Geschichte die Hauptfigur tatsächlich ist, was schon mal eine sehr, sehr interessante Perspektive auf Captain Phasma hier ist, die ich auch schon mal gar nicht so schlecht finde. Und man beginnt tatsächlich auch sehr, sehr schnell mit der Truppelerin mitzufühlen, soweit das halt eben möglich ist bei einem Mitglied der ersten Ordnung, sage ich da schon mal vorweg. Allerdings erlebt man hier dann doch durchaus Charaktermomente von dieser Truppelerin, die halt einen dazu bringen, dass man sieht, okay, die ist jetzt menschlich nicht das allerschlechteste Lebewesen, nach wie vor, wie gesagt, ne, sofern man das halt eben als Trupplerin der ersten Ordnung sein kann, denn sie wird hier definitiv sehr schnell vermenschlicht. Und ja, der ganze Comic bzw. Phasma von der Darstellung hier ist wirklich manipulativ as fuck und dann zum Teil auch wirklich eiskalt. Also die Phasma-Darstellung ist hier, finde ich, richtig, richtig gut. Und tatsächlich ist das Ende vom Comic, worauf das Ganze hinausläuft, nicht unbedingt überraschend, sage ich mal, aber wirklich, wenn man mit der Hauptfigur mitfühlt, beängstigend und auch ein bisschen bedrückend. Und das sind ja Emotionen, wenn das so ein relativ kurzer Comic mit nicht mal 20 Seiten an einem hervorrufen kann, was ich gar nicht so schlecht finde. Und generell funktioniert die Darstellung von Captain Phasma in diesem Comic hier tatsächlich richtig, richtig gut mit ihrer Darstellung hier im kanonischen Captain Phasma-Roman und passt auch sehr gut zu der leider gelöschten Szene, also der alternativen Szene von dem Kampf zwischen Captain Phasma und Finn aus Die letzten Jedi. Und dazu hat man auch wirklich einige richtig tolle Schlachtpanels, sodass ich sagen muss, dass mir der Captain Phasma-Comic hier wirklich richtig, richtig gut gefallen hat und ich ihm tatsächlich 8 von 10 Punkten geben würde. Und ich würde sagen, damit gehen wir mal weiter zur General Hux-Geschichte, nämlich General Hux gestrandet, welche auch ungefähr, wie eigentlich ziemlich alle Comics hier in diesem Heft, so in der Zeit irgendwie vor Episode 7 spielen, also auch so ca. 29 bis 34 nach der Schlacht von Yavin. Und hier hat man direkt am Anfang vom Comic eine Klammer auf, die quasi dann auch später im Comic noch ganz am Ende zugemacht wird, was schon mal einen sehr schönen kleinen übergeordneten roten Faden die ganze Handlung dann reinbringt, sag ich mal. Und generell der Flashback, den man hier hat, der passt wirklich richtig gut zu dem Hux, den wir vor allem aus Episode 7 kennen und auch aus der Nachspiel-Roman-Trilogie und eben auch dem Captain Phasma-Buch. Also, so wie Hux hier dargestellt wird, gefällt es mir richtig, richtig gut. Und zwischen diesen Klammern, sag ich mal, hat man ein nettes kleines Abenteuer zwischen Hux und Kylo Ren, wo auch tatsächlich der Konflikt, den die beiden Figuren ja auch miteinander haben, denn die können sich ja bis auf den Tod nicht ausstehen, thematisiert wird, was ich mochte. Und dabei treffen wir auch eine Person, auf deren Eigenschaften ich jetzt nicht, natürlich aus Spoilergründen nicht genauer eingehen möchte, aber die Vergangenheit von der Person, auf die sie da halt eben treffen, die ist wirklich wunderbar und wird hier auf eine richtig gute, also für die Geschichte gute Art und Weise auch verwendet. Und ist am Ende auch wirklich ziemlich, ziemlich tragisch. Also deutlich tragischer, als ich es jetzt am Anfang, als die Figur eingeführt wurde, dann erwartet hatte. Man könnte sagen, so wie die Figur tatsächlich in diesem Comic oder das, was mit ihr passiert ist, so, it's like poetry, it rhymes, um hier das gute alte George Lucas Zitat hier rauszuholen. Und generell wirkt Hux in diesem Comic auch wirklich nochmal ein bisschen gefährlicher, auf seine eigene Art und Weise natürlich, als in den Filmen. Also ein Comic, der der Figur Armitage Hux hier um einiges hilft und deswegen für mich ebenfalls eine 8 von 10, wie schon der Phasma-Comic. Und ich sag's vorweg, das sind für mich die beiden schwächeren Comics in diesem Sammelband hier gewesen. Wir gehen nämlich weiter zur Snoke-Geschichte, die heißt Scheitere oder Lösch es aus, spielt irgendwann zwischen 28 und 34 nach der Schlacht von Yavin und ist ein verdammt interessanter Einblick, weil wir sehen jetzt hier wirklich mal Training von Snoke mit Kylo Ren, also wie Snoke Kylo Ren trainiert. Das ist ja eine Sache so, die man gerade in der Zeit zwischen Episode 7 und 8 so, weil Episode 8 hat, finde ich, den Snoke-Hype schon so ein bisschen gekillt, was auch einer der Sachen ist, die ich an dem Film nicht so gerne mag, aber ist ein ganz anderes Thema. Ja, da wäre dieser Einblick ultra geil gewesen, jetzt nach Episode 8 und Episode 9 dann natürlich, ist es ein bisschen abgeschwächt, aber es bleibt ein mega interessanter Einblick und
Das Training, was wir hier haben auf dem Planeten, wo es stattfindet, ist optisch, finde ich, ganz schön gemacht und die Lektion, die da auch vermittelt wird, die ist passend oder ja zu beiden Figuren, wie sie halt eben sind. Und danach, nach dieser Lektion, gibt es tatsächlich einen kleinen Ausflug auf eine ikonische Welt aus der Originaltrilogie, die ich hier natürlich nicht erwähnen möchte. Und das ist eine wirklich grandiose Sache, dass es gerade dieser Planet ist. Allerdings kommt da so ein bisschen die Frage auf, wie das sein kann, dass beide Figuren von diesem Planeten und dessen Wichtigkeit tatsächlich wissen. Und das ist so ein kleiner Makel von mir an diesem Comic tatsächlich, dass das nicht erklärt ist, da ich das halt schon für, ja, ein bisschen zu angebogen halte, aber trotzdem haben wir hier die Tatsache, dass es halt eben passiert und das finde ich richtig, richtig toll und dabei kriegt man eine wirklich richtig großartige Vision, die auch The Last Jedi beziehungsweise die entscheidende Szene zwischen Kylo Ren und Snoke aus The Last Jedi foreshadowed, wenn man das bei etwas, was danach rausgekommen ist, überhaupt noch so nennen kann. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine, was aber wirklich, wirklich schön ist und man hat da auch wirklich einige tolle, optisch ansprechende Panels, also generell hat jede Geschichte ja, also ist das so mit der schönste Comic der gesamten Age of Reihe und man muss auch sagen, das Ganze ist eigentlich eher ein Kylo Ren Comic als ein Snoke Comic, da Kylo Ren hier wirklich durchgeht, auf einer gewissen Ebene gefordert wird, während Snoke im Grunde einfach nur dasteht und halt, ja, auch dabei ist, sage ich mal, aber dennoch ist das, was wir hier sehen, mal davon abgesehen, wirklich stark, weswegen ich den Comic 8,5 von 10 Punkten geben würde. Der hat mir von vorne bis hinten auf jeden Fall extrem gut gefallen. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Comic tatsächlich, nämlich Kylo Ren aus dem Schatten, der auch irgendwann zwischen 29 und 34 nach der Schlacht von Yavin spielt und ja, dieser Comic hat eine wirklich tolle Gegenüberstellung von einer Schlacht auf einem Planeten, die sowohl Vader zur Zeit des Imperiums geschlagen hat, als auch jetzt tatsächlich Ren, der in Vaders Fußstapfen tritt, so ein bisschen. Und da hat man wirklich einige richtig tolle Panels, die so wirklich denselben Ort zeigen oder quasi genau derselbe Shot sind. Nur einmal hat man da Ren mit der Ersten Ordnungsarmee und dann halt eben Vader mit der Imperialen Armee. Das sind wirklich optisch sehr herausragende Panels, die mir mega gut gefallen haben. Diese Gegenüberstellung, die man da den ganzen Comic über hat, richtig, richtig toll. Und damit wird natürlich automatisch der ganze Kylo Ren eifert Vader so ein bisschen nach, Kram aus den Sequels unterstützt und aufgebaut, was wirklich eine schöne Sache ist. Dazu kriegt man auch einen neuen Charakter dazu, nämlich einen alten imperialen Sturmtruppler, der noch hier am Start ist und damals auch der einzige Überlebende, wenn ich das gerade richtig in Erinnerung habe, von der Schlacht, wo Vader halt eben gekämpft hat auf diesem Planeten war und deswegen so ein Berater ist für Kylo Ren und wir sehen das halt auch meistens eher so aus seiner Sicht so ein bisschen und er, ja, funktioniert eigentlich für die Rolle, die man ihm hier gibt, wirklich, wirklich gut und man respektiert ihn tatsächlich auch, ne? Einen Sturmtruppler, den man respektiert, das hat man jetzt auch nicht allzu oft und Kylo Ren selber, der ist in diesem Comic wirklich, wirklich badass und das vor allem in seinen Handlungen als in seinen Worten und man hat hier wirklich eine richtig hohe Dichte an wirklich nicen Panels und generell dann auch einen richtig geilen Auftritt, ich muss es so sagen, eines Clone Wars Monsters, den man so absolut nicht erwartet, was zu einer richtig tollen Sache führt. Ich muss mich jetzt leider wirklich zu vage ausdrücken, weil sonst gehen wir hier in den Spoiler-Bereich, aber ich liebe das, was man hier in diesem Comic so alles ausfährt und es ist meiner Meinung nach auf jeden Fall der beste Age of Star Wars Comic und auch eine Geschichte, die ich wirklich gerne mal in irgendeiner Form im Clone Wars Stil animiert haben möchte und der einzige kleine Kritikpunkt, den ich hier habe, ist, dass Kylo Ren mir jedoch am Ende ein bisschen zu stark dargestellt wird. Aber ansonsten ein toller Comic und für mich eine absolute glatte 9 von 10. Und das bringt uns dann zu sonstigen Dingen. Und da haben wir natürlich wie in allen Age of Star Wars Comics die guten alten halben Seiten an Text tatsächlich. Hier zum Beispiel im Falle von Hux, die wirklich die Figur nochmal richtig wichtig zusammenfassen und runterbringen und auf den Punkt bringen, was immer ein sehr schöner Abschluss nach dem jeweiligen Comic der Figur ist, um dann mit der nächsten Figur weiterzumachen, was auch der Grund ist, wieso ich immer, wenn am Ende, wenn ich die Comics zusammen addiere, eine nicht in 0,5er Schritten sich befindende Zahl von 1 bis 10 herauskommt, ich da halt immer aufrunde, egal ob man normalerweise eher abrunden würde bei der Zahl, die rauskommt. So, das ist halt eben der kleine Bonus, den diese Texttafeln für mich hier dann bringen. Und ja, ich hätte es, muss ich auch sagen, ganz nett gefunden, hier wenigstens einen Bonus-Comic noch zu haben. Das wäre zum Beispiel dann ganz cool gewesen, vielleicht eine Knights of Ren-Geschichte zu haben oder möglicherweise über
ihren General Pride aus Episode 9, da vielleicht ein bisschen Backstory zu bekommen tatsächlich. Ja, das da wäre noch ein bisschen Potenzial gewesen, da vor allem man nicht alle drei Kurzgeschichten, die man jetzt hier im Heldenteil tatsächlich hatte, die den Platz schon aufgebraucht haben, unbedingt gebraucht hätte. Das sind halt alles eher solche 6 von 10 okayen Geschichten. Und ja, das wäre noch so ein netter Bonus gewesen. Und ich habe auch so ein bisschen so eine Vermutung, dass ich persönlich tatsächlich coole Geschichten bei Sequel-Figuren vielleicht selber ein bisschen höher bewerte, so, das ist Kritik an mich selber möglicherweise, ein bisschen höher bewerte automatisch, als bei Prequel-Figuren oder Original-Trilogie-Figuren. Auf jeden Fall kommt es vor, dass ich mich dabei selber erwische, wie ich hier bei den Geschichten zur Zeit des Widerstandes durchaus investierter bin oder intensiver drin bin als in den anderen. Und ich vermute das daran, dass diese Figuren im Vergleich zu den Figuren der Original-Trilogie oder der Prequel-Trilogie noch nicht so auserzählt sind, weil wir haben ja wirklich von jeder Figur aus den George-Lucas-Star-Wars-Trilogien massig an Content, und das soll nicht heißen, dass ich das nicht feiere. Ich lese sehr gerne immer etwas zu Anakin, Obi-Wan, Luke, Leia, Han und Co. Aber das fühlt sich halt eben noch zu den Sequel-Figuren ein bisschen frischer an. Deswegen habe ich so das Gefühl, dass mir durchschnittliche Geschichten in der Sequel-Ära besser gefallen im Schnitt als durchschnittliche Geschichten aus anderen Ären. Und das soll jetzt übrigens hier nicht diesen Comic hier degradieren. Das spricht hier tatsächlich eher auf Age of Rebellion Helden an. Und genau, das wollte ich jetzt noch gesagt haben tatsächlich. Und jetzt kommen wir mal zu meinem Fazit. Und was soll man sagen, jeder einzelne Comic, den man hier in Age of Resistance Schurken hat, ist eigentlich mindestens sehr gut bis hin zu wirklich stark, zumindest nach meiner Meinung. Und den Figuren wird wirklich in jedem ihrer Comics immer weiter geholfen in irgendeiner Form. Das heißt, die Comics haben eine Relevanz und absolute Daseinsberechtigung auch in der Gesamt-Star-Wars-Geschichte, sag ich mal. So, die helfen wirklich weiter und lassen einen die Figuren mehr appreciaten. Was so, finde ich, der Sinn hinter so einer Comic-Reihe, wo die Figuren wirklich Vordergrund stehen, auch der Sinn sein sollte. Kleine Ausnahme ist tatsächlich Snoke, weil der in seiner Geschichte halt eben nur rumsteht und Kylo eigentlich die Hauptfigur ist, aber das sei jetzt mal außen vor gelassen, weil da ja, wie gesagt, wenigstens dann Kylo wirklich weitergeholfen wird noch. Und insgesamt ergeben alle Punkte der Comics hier zusammengerechnet eine 8,375. Das runde ich auf und würde damit diesem Comic hier abschließend 8,5 von 10 Punkten geben. Und damit ist das hier für mich mit Abstand der beste Teil der Age of Star Wars Reihe. Jetzt die Frage, für wen lohnt es sich? Und ich muss es so sagen, meiner Meinung nach ist das hier für jeden Fan der Sequel-Trilogie ein absolutes Muss. Zudem ist, weil hier weniger Geschichten drin sind, der hier auch noch 2 Euro billiger als Age of Resistance Helden. Der kostet, glaube ich, 17 Euro und der hier nur 15 Euro, wenn man ihn neu kauft. Zum letzten Mal zumindest, als ich geguckt hatte. Und ja, man hat hier zwar 3 Geschichten weniger drin, dafür ist die Qualität aber wirklich, wirklich höher. Und man hat im Grunde hier drin nur eine Geschichte, nämlich die Rose-Geschichte, die auf dem Niveau von diesen Geschichten hier ist. Das will ich hier nur einmal gesagt haben. Hier hat man halt wirklich viel mehr Qualität und da halt ein bisschen mehr Quantität. Das wollte ich hier nochmal aus Transparenzgründen einmal kurz erwähnt haben. Und auch Leute, die nicht warm geworden sind mit diesen Figuren in den Filmen, denke ich mal, könnten hier durchaus an der einen oder anderen Geschichte auch ihren Gefallen dran finden. Weswegen ich diesen Comic eigentlich jedem empfehlen würde. Und ich würde sagen, damit kann ich jetzt auch diese Review und damit auch diese Review-Reihe zur gesamten Age of Star Wars Reihe mal beenden. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen oder gefallen und würde jetzt sagen, bis zum nächsten Mal, Leute, und bis dahin sage ich ciao und natürlich möge die Macht mit euch sein.